Willkommen zurück, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich habe vor ein paar Monaten mal ein Video angekündigt und ja, jetzt habe ich endlich mal die Zeit dafür gefunden. Ich hatte nämlich damals ein neues Ordnanzgewehr gekauft, nämlich die M38 Kasano oder Kasano, ich weiß nicht, welche der beiden Aussprachen jetzt richtig ist. Fürs Ordnanzgewehrschießen hatte ich ja die Nagant schon, aber naja. Wir Waffenbesitzer kennen das ja. Da stöbert man mal ein bisschen im Internet rum und sieht dann etwas, was man doch spontan haben möchte. Und ja, deswegen hatte ich mir damals dieses Gewehr zugelegt. Es ist auch nicht verkehrt, wenn man eine Ersatzwaffe hat, falls die andere mal nicht so richtig funktionieren sollte. Wäre ja sonst auch ein bisschen ärgerlich, wenn man beispielsweise nicht auf einen Wettkampf gehen könnte, weil die Waffe irgendwie einen Defekt hat und ja, so schnell keinen Ersatz aufzutreiben ist. So, ein bisschen was zur History von der Waffe. Entwickelt wurde sie im Jahr 1891, die Produktion begann dann ein Jahr später. Dieses Gewehr sollte die Vetterli Vitali ablösen. Das war das damalige italienische Standardgewehr, welches noch eine Schwarzpulverpatrone hatte und das war ja schon nicht mehr Stand der Technik. Deshalb wurde für dieses Gewehr auch eigens eine neue Patrone entwickelt, nämlich die 52 mm. Diese neue Patrone hatte zwar eine bessere Treibladung, dafür aber eine andere Schwäche, nämlich ein ziemlich langgezogenes Rundkopfgeschoss, sehr zum Leidwesen der Reichweite und der Durchschlagskraft. An diesem Geschoss, welches ballistisch jetzt nicht die besten Eigenschaften hatte, hatte man unverständlicherweise ziemlich lange festgehalten. Erst später im Jahr 1938 wurde dann eine neue Patrone entwickelt, nämlich die 7,35 x 51 mm. Die Umrüstung mit diesem neuen Kaliber kam aber nicht so wirklich in Gang, weshalb man später wieder auf die alte Patrone umstellte. Einige Exemplare wurden noch im Kaliber 8x57 IS gebaut, aber das war nicht allzu häufig. Das Ballistikproblem der alten Patrone ist heute nicht mehr so ein Thema. Die Munition von PPU beispielsweise hat eine etwas angepasste Geschossform. Zumindest dieser Schwachpunkt ist also weitestgehend beseitigt worden. Das hier ist jetzt übrigens die Karabiner-Version des Kasano-Gewehrs. Die ursprünglichen Versionen, die waren deutlich länger und hatten ein sogenanntes Achterbahnvisier, welches man bis 2000 Meter, glaube ich, verstellen konnte. Geht bei dem hier nicht, weil bei der Karabiner-Version ist die Visierung vollkommen starr, die kann man also nicht verstellen. Die Karabiner-Version hatten häufig so einen gekrümmten Kammerstängel, bei den langen Versionen war der meistens immer waagerecht gerade. Des Weiteren gab es noch eine Kavallerie-Version, die einen gekürzten Handschutz und ein Klappbajonett hatte. Aufmunitioniert werden diese Waffen mit einem Laderahmen, in dem bis zu 6 Patronen eingesteckt werden. Anschließend Verschluss öffnen, dann kann man den ganz easy einstecken. Diese Konstruktion hat noch ein interessantes Feature, nämlich sobald die letzte Patrone in die Kammer geladen wird, fällt dieser Laderahmen hier unten heraus und damit weiß der Schütze, dass er aber nach dem nächsten Schuss nachladen muss. Verbummeln sollte man diese Laderahmen allerdings nicht, denn ohne die wäre das Gewehr nur als Einzellader nutzbar. In diesem Fall müsste man jede einzelne Patrone in die Patronenkammer hereinfriemeln, weil bei dieser Konstruktion ist es so, dass der Laderahmen an sich das eigentliche Magazin ist, denn das hier ist ja nur der Magazinkasten. An dieser Stelle haben wir noch eine Sicherung, die lässt sich nur betätigen, wenn der Schlagbolzen gespannt ist. Ist ein kleines bisschen schwergängig, dieses Teil. Man muss hier ganz fest gegendrücken. Und selbes Spielchen auch, wenn man die Sicherung wieder lösen möchte. Also ist eine etwas schwergängige Geschichte. Nach dem WK2 erlangte dieses Gewehr eine recht starke Berühmtheit, denn mit so einem Modell ist auf Präsident Kennedy geschossen worden, wobei die Tatwaffe noch ein Zielfernrohr hatte.
Das war übrigens eine ziemliche Eigenkonstruktion, denn eine Scharfschützenversion von diesem Gewehr gab es tatsächlich nie. Heute findet man das Gewehr nur noch bei Sportschützen und Sammlern. Als Jagdwaffe taugt das Ding nicht wirklich. Allerdings hört man teilweise nicht sonderlich viel Gutes über dieses Gewehr, was aus meiner Sicht nicht wirklich verständlich ist. Angeblich sei das Gewehr ziemlich hakelig, minderwertig verarbeitet oder ja, so schlecht, dass man es ab Werk schon hätte in die Tonne werfen können. Das sind so Sachen, die man teilweise hört und liest. Kann ich so nicht nachvollziehen. Dieses Gewehr funktioniert genauso wie jedes andere aus dieser Zeit auch. Und von daher sind das so Sachen, die man eigentlich wegignorieren könnte. Beziehungsweise sollte. Ja, dieser schlechte Ruf, der wirkt sich natürlich auch auf die Preise aus. Also über 250 Euro geht nur selten so ein Modell weg. Das hier ist jetzt ein recht gut erhaltenes Gewehr. Ist Arsenalzustand 1-. Also für relativ wenig Geld kann man eine schöne und auch ja, interessante Waffe bekommen. Auf Wettkämpfen wird diese Waffe wahrscheinlich auch nicht allzu häufig vorkommen. Falls man das doch machen möchte, sollte man eventuell auf eine lange Version zurückgreifen, denn mit so einem Karabiner könnte man auf Distanzen von bis zu 100 Meter bei seinen Konkurrenten durchaus ins Hintertreffen geraten. Das ist aber auch nur meine Einschätzung dazu. Ja, das war meine kleine Kurzvorstellung zu diesem Boomstick. Über ein Gefällt mir, ein Abo und dergleichen würde ich mich freuen. Ihr kennt das ja sicher. Ja, an dieser Stelle sage ich mal ciao, bis zum nächsten Video. Ich denke, wir sehen uns recht bald wieder. Haut rein!